Weiter geht's mit Memoria und damit Aloha und willkommen zurück. Wir müssen hier noch irgendwie rauskommen aus der Grabkammer. Wie stellen wir das an? Also hier haben wir die brüchige Wand. Hier haben wir Feuerschalen. Die Räucherschale. Ein Loch. Hier haben wir ja schon mal reingeguckt, aber hier scheint ja nichts zu sein. Oder zumindest ist hier kein Licht. Können wir die Feuerschale? Sie sind zu groß und mein Wille allein reicht nicht. Sie sind zu groß und zu schwer. Mein Wille allein reicht nicht, um sie zu bewegen. Okay, sie sind zu groß und zu schwer. Das heißt, vielleicht kann der Stab das machen. Wo haben wir den denn? Da. Nutzt meinen Zauber, Herrin. Es werde ewige Nacht. Oh nein. Ewige Nacht. Du kannst sie doch jederzeit wieder anschnippen. Herrin, ich weiß, ich bin kein Poet, aber bitte lasst mir meine Poesie. Okay. Hier ist Lichtspalt. Mit den Händen bekomme ich. Du solltest ihn ja auch nicht weiter da aufmachen. Ist irgendwo ein. Es werde eine herrschaftliche. Das werden. Ah, Moment, vielleicht können wir ja. Ich sehe nur. Für alles Weitere brauche ich Licht. Ich sehe nur für alles. Okay, wir können. Doch, können wir hier. Ha. Mache Licht. Richtet meinen Zauber auf eine magische Feuer. Ich sehe. Das liegt daran, dass es hier. Stimmt, hier war keine Feuerquelle, deswegen. Ich bin hier ein Rachwan. Der Verkiner scheint euch nicht sonderlich zu mögen, Prinzessin. Wahrscheinlich. Was? Oder er. Hey! Hilfe! Ich bin hier eingesperrt! Hilfe! Hey! Ich bin hier. Anscheinend ist da keiner mehr am Leben. Vielleicht können wir hier was machen. Ich kann den Spalt nicht mehr finden. Dann mach doch mal. Das Licht. Nein. Irgendwo war ich. Da ist der Lichtspalt. Da ist irgend. Glänzende Silberschale. Wenn wir. Wenn wir das hier wieder austauschen. Wie fehlt dir wieder? Es wäre. Eine Herrschaft. Das werden. Ich darf mein Ziel nicht. Besser nicht. Warum denn nicht? Das ist wohl. Wir haben doch hier. So, jetzt nochmal. Den Haken. Lieber nicht. Die Ringhalterung? Ich darf jetzt nicht den. Das ich Loch. Sehe kein Zu- Hier das Loch. Hm. Da die brüchige Wand. Ich sehe kein. Ich kann den Spalt. Irgendwo war ich. Ja, da war auch ein Lichtspalt. Wollen wir die Maske benutzen? Bis ich nicht weiß, was die Maske. Den Dolch vielleicht. Erst muss ich die öffnen. Es ist, als wäre sie nie da gewesen. Das lässt sich nicht. Hätte ja sein können. Das wird niemand. Das bringt mich. Vielleicht ein Alkohol lieber mit der nicht. Wand? Ansonsten haben wir hier auch nichts, oder? Moment, die Wächterreste? Glühenden Augen vielleicht. Die Flammen in seinen Augen sind heiß. Wenn da ein bisschen Alkohol draufkippen. Das ist gerade. Oder mit dem Verband die Augen. Au,
Der Stoff ist zu empfindlich. Die Schale glänzt. Vielleicht können wir die ja mit der, ja. Ich weiß nicht. Dann halt mit dem Dolch. Ich hebe mir. Wir können jetzt uns auch mit dem Wächter nichts machen anscheinend. Der Zauber des Marius hat den Wächter ein Stück. Der Zauber. Nee, Rubin auch nicht. Die Wächterreste auch nicht. Okay. Ah, Moment, wenn wir jetzt vielleicht das Licht ausmachen und dann. Auch nicht. Mit den Händen. Mit dem Zauber vielleicht? Das bringt mich nicht. Mit den Händen bekommen. Du sollst ihn ja auch nicht weiter aufbekommen. Du sollst. Du sollst hier irgendwie. Erst riss ich mir die Hand auf, von nun an halt. Erst riss ich von nun an. Du bist einfach etwas empfindlich. Das ist kein. Du sollst hier kein Opfer bringen. Ich brauche etwas Spitzeres. Ich hätte jetzt gedacht. Was Spitzeres? Den Dolch. Dass wir hier dann einfach den Lichtstrahl dahin reflektieren zur Tür. Das bringt mich nicht. Wir haben ihn größer gemacht, den Spalt. Da haben wir einen Wächter. Da ist Harun. Verzeiht, aber Totenerweckung übersteigt sogar meine Fähigkeiten. Schade, dann kann er den Harun halt nicht wiederbeleben. Kannst du die Fackel ausmachen? Hier, den Wächter. Lieber nicht. Den Wächter. Wollt ihr ihn wecken, so richtet mein Zauber auf ihn. Wollt ihr ihn wecken? Ja, mach ich doch. Hey, hilf mir. Nichts. Habt ihr ihn nicht schon genug? Er ist doch nur ein Monstrum. Geschaffen, um blindlings zu kämpfen und zu töten. Ja, armer Abu. Ach, der kennt ihn. Er kennt die Monstren hier auch noch. Wollt ihr ihn weg? Ich richte doch. Ach ja, den Zauber. Nicht den Stab. Wecke ihn. Was soll er tun, Herrin? Er soll die Felswand einreißen. Was ist das denn? Eine Feuerschale. Die gibst du mir mal. Da brauche ich. Kann er da die? Da brauche ich. Er ist tot. Da braucht. Zum Säuleneingang werfen. Ach, ich verstehe. Okay. Es ist so. Ich kann meine. Noch. Dann machen wir einmal wieder Licht. Eine Herrschaft. Das werden. Gucken durch den Spalt. Und machen hier die Feuerschale an. Ein Käferbein. Ich komme nicht. Und dann müssen wir hier bestimmt den. Ich fürchte, das Bein liegt für ihn genau außer Reichweite. Hier, schmeiß mal hin. Ich komme immer noch nicht. Für ihn kommt jede. Erhebe. Vergesst nicht meine. Ihr wollt ihn wirklich zerquetschen, Hoheit? Ja, warum nicht? Nein,
Das hätte er nicht verdient. Ach, schade. Da kommt auch er nicht heran. Da kommt auch... Vielleicht die Säule? Okay, die Säulen können wir auch nicht kaputt machen. Mensch, was kannst du denn? Da kommt auch... Der Boden? Können wir nicht einfach den Arm hier wieder beleben? Ja. Stab! Der Arm soll das Bein nehmen und es zu mir hochwerfen. Ihr wisst, welche Kraft die Wächter haben. Bevor er es in der Hand hat, wird er es zerdrücken. Überlegt euch etwas anderes. Er soll die Tür dem kaputt machen. Dem Arm fehlt es an Halt, um kräftig zuzuschlagen. Kannst du nicht den... Er hält sich fest. Und nun... Genau, den Zierbogen und... Auch nicht, okay. Mit einem Bein käme er vielleicht dorthin. Aber er ist doch nur ein einfacher Arm, meine Liebe. So, der Arm. Okay, das bringt auch nichts. Ich weiß nicht einmal... Wollt ihr ihn wecken? So richtig? Ich will ihn nicht wecken, ich wollte ihn... Lieber nicht. Ich wollte den Stab da reinstecken, aber den kann ich anscheinend Nein. nicht wegtun. Das bringt mich. Der Stab hat genau die Ich nehme das als Kompliment. Aber in seiner jetzigen Form ist er als Kescher völlig ungeeignet. Ah, vielleicht mit der Schale? Was macht ihr da? Ich kann nichts erkennen. Ich Sollte auch nicht. Den Verband zwischen deine Hörner. Warum? Das wirst du schon noch sehen. Einmal hat gereicht. Ah, und jetzt haben wir einen Kescher. Und damit Geschafft. Auch das Muss Käferbein. Muss ich darauf hinweisen, wie demütigend das war? Nein, das war mir schon bewusst. Und der arme Stab. So, können wir das Käferbein hier jetzt... Es würde nicht halten. Warum würde das nicht halten? Da kommt auch... Wir haben doch Kleber. Es klebt nun. Ich stehe stets. So, und jetzt schnell einmal ran. Boah, zieh den Arm rechtzeitig weg. Es ist zu eng, um hindurch zu klettern. Aber der Wächterarm kann hier durch. Doch nicht? Da kommt auch. Wir da den Stab Besser durch? Nicht. Das wird niemand... Wenn ich ihn entferne, schließt sich der Riegel und mein Arm wird abgehackt wie bei einem Dieb. Sie lässt sich nicht... Nicht ohne den passenden Schlüssel. Oder ein Elefanten und ein Seil. Nicht ohne den passenden Schlüssel. Wir haben doch das Käferbein da jetzt reingetan. Mir fehlt die Wiese. Um hier rauszukommen, muss ich schon zu härteren Mitteln greifen. Bestimmt irgendwas mit dem Wächter. Da kommt auch... Da kommt auch... Rufe den... Seht ihr nicht, aber gebt... Rufe den Wächter zur Tür. Er soll sie einreißen. Seht ihr nicht? Er hat keine Beine, aber ah, gebt keine ihm Arme, etwas in keine, die Hand. Ja, keine Beine, keine Kekse, oder was? Er könnte doch... Ein süßer kleiner... Er erfüllt sein... Er könnte doch den Arm hier wieder rüber. Das führt doch. Was haben wir hier denn noch? Grabeingang, Käfer, das Loch, der Boden. Ihr wollt ihn wirklich? Nein. Wir haben hier auf jeden Fall noch den. Verzeiht, aber Toten. Krieger.
Ah, Moment, wenn wir jetzt hier... Das Einzige, was es ist, und der ist... Ich lasse das... Ich wollte das Licht aber aushaben. So, hier ist das Loch. Es ist zu eng. Ja, zu eng zum Durchklettern, aber vielleicht nicht zu eng zum Reingucken. Ach, Moment. Einmal war... Können wir nicht... Lieber nicht. Die Kette. Die Kette? Die Kette durch das Loch. Dann gucken wir hier durch das Loch. Hier, mein kleiner Wurm. Nimm mal die Metallkugel. Erhebe. Vergesst nicht. Ach ja. Dann einmal den Wächter. So, jetzt zieh doch mal an der Metallkugel und... Befehle dem Wächter, die Tür einzureißen. Oh. Stärker. Er soll stärker ziehen. Er kann nicht. Die Tür ist zu mächtig für ihn. Wenn er es nicht kann, dann ein anderer. Ja, das genau. Das wäre ein... Hier, mein kleiner Freund. Nimm mal die Metallkugel. Und lieber nicht. Das bringt mich nicht. Schmeiß die zur Halle. Ach, Prinzessin, das führt doch zu nichts. Ich hatte Äonen Zeit, diese Mauern einzureißen. Und es ist mir nicht geglückt. Warum sollte ein Mädchen in kürzerer Zeit so viel mehr erreichen, als ich in Jahrtausenden? Weil Prinzessin Satya mehr Ehrgeiz hat und vielleicht etwas schlauer ist als du. Denn hier steht noch ein Wächter. Wächter, ja, genau. So, mein Freund, du nimmst jetzt die Metallkugel und ziehst mal kräftig. Seht es endlich ein und gebt auf. Die Niemals. Wächter sind viel zu schwach. Ich bin zu weit weg. Ich bin zu weit. Ich bin zu weit. Ich bin zu... Ich komme nicht... Der Koloss ist auch ein Wächter, richtig? Wecke ihn! Charizard, seid ihr da wirklich sicher? Ich sagte, wecke ihn! Wie gewünscht. Alter! Hier, Nimm greif mal zu! Wächter und zieh! Boah. Was hoffe, war das? Ich habe mit meinem puren Willen eine Tür aufgerissen. Nein, ihr habt gelacht wie eine junge Frau. Hey. Du? Du lebst noch? Ich habe gewartet. Du hättest mir ruhig helfen können. Du hast die Maske. Wo ist mein Geld? Unser Auftraggeber ist tot. Du bekommst dein Geld, wenn du mich hier raus und durch die Berge nach Draconia bringst. Halt! Warte! Ich werde dich bezahlen. Du? Du vergisst, ich bin eine Prinzessin. Was hast du? Wir haben... Reichtümer. Als Tochter des Kalifen besitze ich Reichtümer jenseits deiner Vorstellungskraft. Der Kalif ist tot, der Palast geplündert. Ich war oh nein. dabei. Oh nein, wir haben eine Silberschale. Du bekommst zum Lohn diese Silberschale. Silber ist nicht genug. Tatsächlich den Rubin. Wenn du mich sicher ans Ziel bringst, erhältst du meinen kostbarsten Besitz. Meinen Almandin. Er ist mehr wert als alles, was du jemals in den Händen halten wirst. Gut. Draconia für den Rubin. Abgemacht. Er wird euch kein guter Diener sein. Und wird wahrscheinlich vor Draconia noch Bei sterben. Bei ihm weiß ich wenigstens, woran ich bin. Darf ich euch noch etwas fragen? Denn ich verstehe euch nicht. Warum tut ihr all das? Ihr seid reich, schön, ihr habt Macht. Was wollt ihr noch erreichen? Ich will in den Krieg ziehen. Ich brauche eine Waffe. Aber warum? Um die Schlacht zu gewinnen. Um auf ewig in die Geschichte einzugehen. Noch in 1000 Jahren sollen die Menschen sich von meinen Taten erzählen. Und voller Ehrfurcht meinen Namen flüstern. Satya al-Kebir.
Die größte Heldin, die die Welt je gesehen hat. Okay. Das ist schon etwas... Das ist schon sehr ehrgeizig. Damit Satya sind wir wieder... Al-Kibir? Nie gehört. In der Gegenwart. Du nicht und auch sonst niemand. Das arme Mädchen ist vollkommen in Vergessenheit geraten. Wie geht die Geschichte weiter? Mit Hilfe des Fakina brachte Satya die Maske über den Rashtulswal nach Draconia. Sie schloss sich den dortigen Truppen an und zog in die Schlacht. Aber das sind alles unwichtige Details. Damit musst du dich nicht beschäftigen. Wichtig ist nur eines. Das Rätsel, das ich dir nun stellen werde. Die Inschrift auf der Grabkammer. Okay, Satya ist anscheinend nie in die Geschichte eingegangen. Also, das ist schade. Die hatte Ambition, die hatte Ehrgeiz. Aber anscheinend hat sie es nie geschafft, als Heldin in die Geschichte einzugehen. Auch nicht fast 500 Jahre später. Denn fast 500 Jahre später scheint sie ja niemand mehr zu kennen. Unwichtige Details, ist der Traum wirklich passiert? Das Rätsel. Wie kann die restliche Geschichte nicht wichtig sein? Nun, sie ist wichtig, aber nicht für dich. Vertrau mir. In diesem einen Fall ist Unwissenheit wahrlich ein Segen. Unwissenheit ein Segen. Okay. Ist der Traum wirklich passiert? Wenn sich niemand an sie erinnert, woher weißt du, dass es diese Frau wirklich gab? Ich habe es selbst überprüft. Malakars Grabkammer gab es wirklich. Und vor über 450 Jahren wurde eine junge Frau beobachtet, die zusammen mit einem Verkiner aus eben jenem Stollen stieg und in Richtung Rashtulswal aufbrach. Ich schwöre dir im Namen meines Vaters und all meiner Vorfahren, Satyas Geschichte ist eine wahre Geschichte. Okay, dann kommen wir zu dem Rätsel. Habe ich euch richtig verstanden? Die leuchtende Inschrift auf der Grabkammer ist das Rätsel? Ganz genau. Eine uralte Inschrift in Ur-Tulamidia verfasst. Als gebildete tulamidische Prinzessin war Satya die einzige, die sie lesen konnte. Ich habe aus meiner Erinnerung eine Abschrift verfasst. Ein alter Freund hat sie mir übersetzt. Sie lautet, so wie der Stein über den Skarabäus, so herrscht der Skarabäus über den Stein. Wisst ihr die Antwort? So tretet ein. Wisst ihr sie nicht, sei euer Leben auf ewig mein. Unheimlich. Ich glaube, Satya kannte die Antwort. Sonst hätte sie die Kammer nie betreten. Aber warum hat sie sie den anderen verschwiegen? Hat sie damit nicht alle in ihren Untergang geschickt? Ich sehe, du hast gut aufgepasst. Ich gebe dir nun 3 Tage, das Rätsel zu lösen. 3 Tage? Am 4. Tage werden wir weiterziehen. Ob du die Antwort nun kennst oder nicht. Und wenn ich es bis dahin löse? Erhältst du, was du von mir verlangst. Einen Zauber der mächtigsten Transformatio. Einen Spruch, der jegliches Lebewesen in jedwede beliebige Form verwandelt. Abgemacht. Du gefällst mir, Geron. Ich bin mir sicher, unser Geschäft wird für uns beide gut ausgehen. Glaubt mir, das hoffe ich auch. Okay, wir haben 3 Tage Zeit, das Rätsel zu lösen. Nuri, ich bin zurück. Ich glaube, ich habe jemanden gefunden, der dir helfen kann. Nuri? Ich bin hier. Oh nein! Was ist mit dir? Eine Wunde ist aufgegangen. Mein Flügel blutet wieder. Oh nein, hast du wieder mit Tieren gespielt? Du bist jetzt ein Rabe, du kannst das nicht mehr. Ich hab nicht gespielt. Sie ist einfach wieder aufgegangen. Es sieht nicht schlimm aus. Bleibe ruhig liegen. Ich mach dir eine Salbe. Geron ist schon lieber. Was ist das denn hier für ein Hut? Hier haben wir ein paar Bücher. Ein Rezept, ein zerbrochenes Artefakt. Ach, das ist doch der Ring vom Seher. Ist der vielleicht kaputt gegangen? Dadurch ihr Flügel. König Kastanie, den kennen wir ja von vom ersten Teil noch. Ein Vogelbaum, wahrscheinlich damit Nuri hier so ein bisschen rumsitzen kann. Wirselkraut, eine Kommode. Was haben wir hier noch? Gerons Eltern, das Porträt von Gerons Eltern. Die Zeichnung von der Harfe, die war ja vorher hier vorne beim Vogelbaum. Das Vogelbad, ein Topf, ein Käfig, ein Vorhang und der Alchemietisch. Stand der nicht im ersten Teil noch hier vorne weiter? Da geht's nach draußen.
Da können wir rauskommen, doch nicht? Dann machen wir doch eine Salbe für die arme, verletzte Nuri.